In diesem Video geht es darum, genau hinzusehen, Schönes zu entdecken und vielleicht auch wieder ein bisschen über sich selbst zu lernen. Hi, ich bin René Träder. Viele Grüße aus Meißen. Heute habe ich euch einen Spruch von Kurt Tucholsky mitgebracht. Das war ein deutscher Journalist und Schriftsteller. Und er hat gesagt, die größte Sehenswürdigkeit, die es gibt, ist die Welt. Sieh sie dir an. Und ich finde den Spruch so schön, weil tatsächlich die Welt so wahnsinnig viel bietet und so wahnsinnig verschieden ist. Und ich glaube, wenn wir reisen, lernen wir auch immer wieder ein bisschen über uns selbst, weil wir lernen andere Kulturen kennen, wir lernen andere Menschen kennen, andere Gebräuche kennen und wir lernen vor allem auch wieder Geschichte kennen. Und wir verstehen, wie haben Menschen früher gelebt, was haben sie gedacht, warum haben sie Kriege geführt, was war ihnen wichtig, und wir können darüber, glaube ich, auch ein bisschen wieder über uns lernen. Also was ist uns wichtig, warum ärgern wir uns eigentlich im Alltag und was ist ein gutes Leben? Das ist ja auch eine riesige Frage. Und ich glaube, Reisen bildet und ist immer irgendwie eine schöne Zeit, wo man was erfahren kann. Und ich bin vor ein paar Tagen losgeradelt von Dessau Richtung Dresden und bin gestern in Meißen angekommen und habe mich ganz spontan in diese Stadt verliebt, die einfach so wunderschön ist. Und ich kann euch nur empfehlen, reist. Und ich glaube, es ist egal, ob man nach New York reist oder vielleicht nur in den Nachbarort. Ich glaube, man kann immer etwas entdecken und man muss nicht ans Ende der Welt fahren, um irgendwas Neues zu entdecken und um vor allem was Schönes zu sehen. Man kann, glaube ich, mit offenen Augen auch durch den eigenen Kiez gehen, durch die eigenen Straßen gehen. Und wenn man anfängt, das auch als Reisen zu begreifen, vielleicht den Weg zur Arbeit und mal zu gucken, was ist denn links und rechts? Was sind das für Häuser? Was sind das für Straßen? Warum heißen die Straßen so, wie sie heißen? Und was war da früher mal, vor vielen Jahren? Dann ist das, glaube ich, eine ganz neue Ebene und kann Spaß machen und kann den Horizont erweitern und kann, glaube ich, auch glücklich machen, wenn man sich ein bisschen mehr auskennt in dem Ort, wo man wohnt. Mich würde interessieren, was sind denn eure Highlights gewesen auf Reisen? Also was sagt ihr, da muss man auf jeden Fall gewesen sein, das muss man auf jeden Fall gesehen haben und erlebt haben? Oder vielleicht auch in eurem Ort. Also ihr könnt ja auch Werbung machen für euren Ort. Schreibt es in die Kommentare. Warum ist euer Ort eine Reise wert? Oder wo auf der Welt fandet ihr es ganz besonders toll? Also denkt an Kurt Tucholsky. Die größte Sehenswürdigkeit ist die Welt. Sieh sie dir an. Ich wünsche euch viel Spaß beim Ansehen der Welt. Egal, ob direkt bei euch zu Hause. Ein bisschen genauer mal hinzusehen oder aber tatsächlich irgendwo anders weit weg hinzureisen und zu schauen, wie es dort ist und was dort passiert. Jetzt erst einmal eine gute Zeit für euch und bis bald.